Weiter geht's bei Folge 2 mit City Skylines Bubeheide. Wir haben mittlerweile so zwei, drei Todesfälle hier, die nicht abgeräumt werden. Hier zum Beispiel in der Hawthorne-Residenz. Das heißt, wir brauchen einen Friedhof. Haben wir sonst irgendwas? Also das hier hat mittlerweile einen weiteren Stern bekommen, aber hier gibt es ein bisschen Probleme. Wir haben scheinbar zu wenig Rohstoffe. Das heißt, wir müssen mehr von den hier, na, wie sagt man? Von den Feldern bauen, wo Getreide angebaut wird und so. Ja, dann haben wir hier immer noch das kleine Problem, dass diese Gegend unglaublich unattraktiv ist. Wir könnten hier zentral so einen kleinen Friedhof hinbauen. Das würde zwei Probleme auf Schlag lösen. Weil der Friedhof ist auch ein Park und macht die Leute fröhlich, wie man hier sieht. Und natürlich werden selbstverfreilich Leute abgeholt. Können wir mittlerweile Alleen bauen? Nein, können wir nicht. Wir können hier diese asymmetrischen Parking-Lanes, die den Verkehr künstlich runterbremsen. Oder wir könnten hier, was ist das, Kopfsteinpflaster oder was hinbauen? Nein, das machen wir erstmal nicht. Obwohl Suburban Street sieht ganz gut aus. Nehmen wir die. Wie ihr seht, habe ich mittlerweile auch ein bisschen mehr Geld. Das liegt daran, dass ich einfach das Spiel ein Weilchen habe laufen lassen, während ich mich um die Wäsche gekümmert habe. So. Und das bedeutet, wir können hier ein bisschen auf die Kacke hauen und die Straßen ein bisschen schöner machen, weil diese staubigen Feldwege sind nicht so schön. Gut. So, das hat ja etwas mehr als 10.000 gekostet. Soll uns recht sein. Und hier bauen wir auch eine Straße. So. Okay, nachdem wir das nun gemacht haben, könnten wir hier noch ein bisschen anbauen, weil ein bisschen Wohngebiet schadet nie. Mal hier hin. Dann können wir hier auch gleich ein paar Parks mit einplanen. Das wäre ganz gut. Ich nehme noch auf, ne? Nicht, dass ich streame, ohne es zu merken. Nein, ich nehme auf. Sehr gut. So. So, hier in der Mitte können wir mal gucken, ob wir überhaupt noch genug Schule und so haben. Gesundheitswesen, super. Grundschule, Verfügbarkeit. Wir haben noch keine Oberschule. Dann bauen wir gleich die schicke Oberschule hier hin. So, neben den Friedhof ist das eine gute Idee, ist ein bisschen makaber, ne? Bauen wir die mal hier hin. Zack. Und dann könnten wir uns gleich die große Grundschule, könnte man hier ranbauen, aber dafür ist kein Platz mehr. Warte mal, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Den brauchen wir nur einen nach rechts setzen. So, und dann können wir hier die Schule hinbauen. Aha. Ha! Okay, müssen wir nochmal umbauen. Ah! Ich das hasse. Okay. Warum will er da nicht hin? Warum will er da nicht direkt dran? Naja, ist egal, weil wir können das nutzen und sagen, das ist kein Bug, das ist ein Feature und können hier einfach einen kleinen Fußweg dazwischen bauen. So. Und hier rein. Dann kann man hier abkürzen. Und man kann hier abkürzen zum Friedhof. Und
hier abkürzen. So. Sieht auch aus, als soll das so. Gut, wie wir jetzt hier weiter was machen, weiß ich noch nicht. Also wir haben einen Friedhof, wir könnten ein Krematorium bauen. Das ist auf lange Sicht keine schlechte Idee. So, hier dieses schicke viktorianische. Nicht direkt auf die Kreuzung, das ist eine blöde Idee. Gegenüber von der Schule ist auch ein bisschen makaber. Ah, bauen wir es mal. Warte mal, wir haben jetzt hier, das heißt hier vorne könnten wir das Krematorium bauen. Dann haben wir gleich zwei Gebiete von der Stadt mit unserer Totenversorgung abgedeckt. Was wir dann hier noch bauen können, meine Güte, das war schon alles Geld, was ich hatte. Eigentlich wollte ich das Industriegebiet noch ausbauen. Naja, gucken wir erstmal, ob sich das hier erledigt und wir vielleicht ein bisschen mehr... ja, guck mal, die ganzen Leichen sind verschwunden. Nee, da sind sie noch. Da, eine wurde abgeholt, noch eine und die letzte wurde abgeholt. Sehr gut. Hier könnten wir ein paar Baudenkmäler reinmachen in diesem Bereich. Und dann uns quasi so eine historische Altstadt neu bauen. Vielleicht noch ein paar Parks reinpacken und so. Wenn wir dann wieder Geld haben. Ah ja, was ich in der Zwischenzeit auch gemacht habe, ist die Steuern erhöht. Die sind jetzt alle auf 13%. Das ist momentan noch ein bisschen viel. Aber da wir überall noch Bedarf haben, sollte das hinhauen. Moment, wo haben wir denn jetzt? Da, okay. So, hier zum Beispiel könnten wir gleich einen Park reinbauen. Irgendwas, was wir uns leisten können. Irgendwie den Hundepark hier zum Beispiel. Und Community Garten. Franz Schubert Statue, ich weiß ja nicht. Was ist das hier? Small Japanese Beer Garden. Okay. Fußballfeld. Fußballfeld passt natürlich sehr gut zur Schule. Zack. Und schon sind sie alle happy. Und hier bauen wir dann noch ein bisschen Wohngebiet hin. So. Ach, das gefällt mir nicht so wirklich, wie das Fußballfeld hier abschließt. Na gut. Das wird natürlich die Schulstraße. Nicht die Schulstraße. C.P. Hansen-Straße, weiß nicht, wer C.P. Hansen ist, aber benennen wir mal eine Straße nach dem. Ah, ja. Gucken wir mal in unser Industriegebiet. Es scheint einigermaßen zu laufen. Ich brauche aber, wie gesagt, mehr von dem Stroh und Heu hier. Gucken wir mal. Ah! Melkstand. Können wir hier hinbauen? Da. Passt nicht. Hier zum Beispiel. Viehstall, Getreidemühle, die kommt eher hier hin. Zack. Und haben wir ein Schlachthaus irgendwo? Wir hatten auch ein Schlachthaus. Ja, tut mir leid, ist nicht vegan hier. Mittleres Getreidefeld. Die sind gut. Hoffen wir mal, dass das richtig ist und dann hoffen wir mal, dass das... Na, nee, zu kurz gemacht. So vielleicht? Oh, jetzt habe ich da... Jetzt habe ich da die falsche Straße hingebaut, aber was soll's.
nicht genügend Geld. Mais, Weizen, Kartoffeln. So. Die könnten wir jetzt wegmachen und dafür die großen hinbauen. Und hier müssen auf jeden Fall auch die industriellen Wege hin. So. Wow, wir haben sehr viel Bedarf an neuen Wohngebieten. Das ist gut. Dann bauen wir hier einfach noch mal was an. Ah, das sieht nicht schön aus. Das sieht nicht schön aus. So. So. Wasser haben wir hier schon, sehr gut. Das ist sehr gut. So, dann können wir hier ein bisschen was mehr bauen. Noch ein paar mehr Felder zum Beispiel. Ist natürlich besser, wenn die nicht an der gleichen Straße liegen für den Verkehr. Bauernhof, Instandhaltungsgebäude, Schlachthaus. Jetzt können wir Schlachthaus bauen. Okay. Das ist eine Getreidemühle. Okay. Bauen wir erstmal hier die Quartiere. So. So, jetzt kriegt er Nutzpflanzen. Sehr gut. Dann müssten die beiden auch demnächst kommen. Und so, also hier haben wir das. Oberschule, Universität, Bibliothek brauchen wir noch. Eine Bibliothek. Nehmen wir diese hier. Die können wir eigentlich super hier reinpacken. So, und was fehlt uns sonst noch? Haben wir hier noch irgendwas, was wir dringend brauchen? Krematorium, Verfügbarkeit, Gesundheitswesen, Kinderbetreuung brauchen wir und Altersheim. Guck mal, hier haben wir ein Kinderkrankenhaus. Müssten wir ein bisschen zentraler bauen, also bauen wir das mal hier hin. Okay. Und als nächstes dann das Altersheim. Das wollen wir auch nicht direkt neben Friedhof bauen, obwohl. Könnte man, weil alte Leute gerne ihre Bekannten und Freunde auf dem Friedhof besuchen. Sofern sie dahingeschieden sind. Das ist logisch. Okay. So, und hier könnten wir auch noch machen wir, gucken wir mal, ob es hier eine kleinere Straße dazu gibt. Es gibt hier eine Einbahnstraße, die können wir hier reinbauen. Zack. Jetzt hier vielleicht.
So, jetzt könnte man hier auch überall. Wohngebiete hinbauen. Machen wir das mal. Schawupp. So. Gucken, wie das jetzt aussieht. Wir haben hier immer noch Probleme mit dem, mit den Rohstoffen. Wie kommt das? Wie wäre es, wenn wir die Silos hier hinsetzen? Wäre das gut? Weil wir brauchen mehr von den Farmen hier für die Fabriken. Was wir auch brauchen, ist mehr Gewerbegebiet. So, das lassen wir mal als Park. Und hier bauen wir Gewerbegebiet hin. Und hier dazwischen vielleicht einen kleinen Park. Gucken wir mal, was wir da haben. Ein Rathaus könnten wir hier hinbauen. Das würde direkt reinpassen. Zack. Ort ist bereits belegt, okay. Was bauen wir hier hin? Fußgängerwege? Pedestrian Roads, okay. Hier so eine kleine Allee. Dann können wir hier ein paar Bäume oder Büsche oder sowas hinbauen. Schick, gefällt mir. Können wir hier noch das Kino? Können wir uns momentan nicht leisten, ne? Nee. Und das würde hier gut hinpassen. Wie viel bin ich? Ach, 110 für das Kino, wow. Das ist eine Menge Geld. So, hier könnten wir natürlich jetzt gucken, dass wir in dem Stil bleiben, den wir haben wollen. Da haben wir jetzt nicht drauf geachtet, aber jetzt haben wir dieses Distrikt-Tool. Können uns hier die historische Altstadt markieren. Ahrensdorf. Und können dann als voreingestellten Stil können wir europäisch oder European Suburbia nehmen. Nehmen wir mal European Suburbia. Dann sieht man die ganzen Häuser, wie sie hier stehen müssen, abgerissen werden, weil die nicht mehr den Richtlinien entsprechen. Und stattdessen kommen hübsch moderne europäische Einfamilienhäuser. Oh, das war gar keins. Naja, da gucken wir später wieder hin. Oh, was ist hier los? Nicht genügend Arbeiter, was kein Wunder ist, da momentan jede Menge Häuser in die Luft gesprengt wurden.
Und jetzt, wo das alles frei ist, könnte man hier eigentlich mal eine Kirche oder irgendwie sowas hinbauen. Sowas zum Beispiel. Zack. Oder eine Synagoge. Oder eine slawische Kirche. Moschee haben wir auch, aber die ist ein bisschen größer. Ja, was soll's? Vielleicht können wir sie irgendwo hinstellen hier. Nee. Müssten wir dann hier hinstellen? Oder hier, ob das zu religiösen Verwirrungen kommt. Mit all den verschiedenen Konfessionen in diesem Betrieb, in diesem Bereich, Bezirk. Was auch immer, sehen wir dann. Aber ich glaube eher nicht. Die Leute hier sind sehr chill in diesem Game. So, Ahrensdorf. Wir könnten hier noch mal ein paar Richtlinien erstellen. Unsere Parks und Erholung sollen gefördert werden. Recycling, damit es weniger Müll gibt. Rauchmelder. Touristen im Gesicht besuchen Parks häufiger als einzigartige Gebäude. Okay, mehr Parkpflegekosten. Kostenloses WLAN! Sehr gut. Oh. So, das war sowieso alles provisorisch nur. Und wir brauchen jetzt wieder mehr Gewerbegebiet. So. Suchen wir uns mal einen Fußgänger hier irgendwo. Da zum Beispiel. Und gucken uns an, wo der hingeht. Nein, das ist kein Fußgänger, das ist ein Hydrant. Okay. Ist nicht viel Verkehr hier. Machen wir mal ein paar Screenshots für die Thumbnails.
Okay, reicht. Reicht, reicht. So, dann gucken wir mal hier, was hier in diesem Gut Petersen noch zu tun ist. Immer noch nicht genügend Rohstoffe. Das heißt, wir brauchen noch mehr. Das heißt, die müssen erstmal weg hier. Ich habe immer noch nie, also noch nie SimCity 2013 gespielt. Das ja so eine Enttäuschung sein soll. Aber wie gesagt, mich hat, glaube ich, damals dieses ständig online sein müssen abgeschreckt. So. Gucken wir mal, Kartoffeln, Treibhaus, Baumwolle, Mais. Weizen. So, hoffen wir mal, das reicht alles jetzt. Oh, hier haben wir schon ein Verkehrsproblem. Kleines Verkehrsproblem. Und hier könnte man einen Bahnhof hinbauen. So, was machen wir hiermit? Hier könnte man einen Kreisverkehr hinbauen. Ist die Frage, ob er passt. Machen wir das mal eben. So, fangen wir mal hiermit an. Warte mal, hatten wir nicht ein Kreisverkehr-Tool hier? Ja, hatten wir. So nämlich. Sehr schön. Dann können wir hier erstmal das hier aufwerten. Zack. Und dann gucken, ob wir das alles einigermaßen verbinden können. Oh Gott, sieht das scheiße aus. okay, wir haben eine Einbahnstraße hier. Und hier eine doppelte, die hier reingeht. So. Oh nee, das ist zu viel. Nee. Das war doch richtig, wa? Nee, war es nicht. Oh, die war das hier, so eine. Wo war sie? Wie ist das?
Sehr schön. Und hier hatten wir auch noch zwei. Können wir eine, die rausgeht und eine, die reingeht. So. Oh Gott. Jetzt müssen wir das Ganze so hinschieben, dass es einigermaßen schick aussieht. Mal gucken. Zack. Quetschig. Okay. Okay. Das sieht nicht gut aus. Okay, schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Oh. So, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus, oder? Ist zumindest ein Verkehrsfluss, der den Namen verdient. Ich glaube, die beiden sollte ich ein bisschen breiter machen und umkehren. Oder? Nee, war doch richtig zuerst. Okay. So viel dazu. Hier ist mittlerweile, so sieht das Suburban aus. Suburban European. Gefällt mir eigentlich. Ja, gefällt mir gut. So, dann haben wir hier noch mehr. Wir können immer noch mehr Wohngebiete bauen. Hier oben könnten wir noch mehr Wohngebiete bauen. Aber vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Denn wir sind schon wieder über eine halbe Stunde. Könnten wir hier vielleicht ausbauen. Sehen wir dann. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, bla bla bla, Call to Action, liked, subscribed, schreibt einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder sonst irgendwas. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es so wieder heißt, City Skylines, Bohrheide. Bis denn.